Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Heavy Metal Payback Box von Bushido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Heavy Metal Payback aus dem Jahr 2008. So sieht das Ganze aus. Es ist meines Wissens die erste Box, die von Bushido rausgekommen ist. Also das erste Release, das wirklich als Box rausgebracht wurde. Und es ist außerdem meines Wissens auch noch die erste richtige Deutschrap-Box, die es jemals gegeben hat. Also in diesem richtigen Box-Format. Gut, wir haben hier eine weiße Metallbox. Hier oben lesen wir, erst guter Junge präsentiert, Bushido. Hier unten lesen wir dann DLX, also Deluxe Box. Heavy Metal Payback Limited Deluxe Box. Und dann haben wir hier das klassische Bushido-Logo in so einer Rauchoptik mit jede Menge Rauch rundherum. Hier unten lesen wir erst guter Junge. Auf der rechten Seite nochmals Bushido Heavy Metal Payback Limited Deluxe Box. Ebenfalls wieder erst guter Junge. Links nochmal das gleiche wie rechts. Und auf der Rückseite haben wir dann hier Heavy Metal Payback, limitierte Deluxe Box, Album inklusive Bonus-CD und Making-of-DVD plus exklusives limitiertes Shirt. Also das ist die Inhaltsangabe. Dann haben wir hier die Credits zum Album und einen kleinen FSK 16 Hinweis. Hier noch diverse Rauchschwaden und eine Spinne. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Album an sich, das ist hier in so einem Plastikeinleger. Darunter kommt uns das hier entgegen. Das dürfte dann das Booklet sein. So sieht dann dahinter das Ganze aus. Also wir haben hier so ein Papier eingelegt, also ein Karton, auch wieder mit diesem Rauch B. Links weiß bis auf diese kleinen Elemente hier. Dann haben wir auf der Rückseite das Ganze ebenfalls zu öffnen. Und zwar haben wir hier dann die Bonus-CD. Die ist in schwarz gestaltet, kommt auch in so einem Plastik. Hier auch wieder so ein Papiereinleger. Und das Ganze hat dann noch hier, sowohl vorne als auch auf der Hinterseite, kann man das Ganze hier öffnen. Und zwar kann man dieses Element, dieses Metall hier rausmachen. Und in der Mitte kommt uns dann einmal ein Merchandise-Infozettel entgegen plus die DVD und, was jetzt hier keinen Platz mehr gefunden hat, was ich euch dabei separat gemacht habe, einmal das Shirt, und das Shirt kam in so einer Verpackung. Zeige ich euch gleich. So, dann machen wir das Ganze mal zu. Wie gesagt, man konnte das Ganze auch vorne öffnen, also diese beiden Metallebenen kann man hier jeweils rausmachen. Und den mittleren Inhalt dann entgegennehmen. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier ein... Nein, das ist die Bonus-CD, mein Fehler. So, haben wir das Album in weiß und schwarz gestaltet. So sieht es aus. Erst guter Junge, Sony BMG. Das Ganze klassisch in Silber gehalten. Und kommt eben nicht in einem speziellen Digipack, Jewel Case, anderweitig, sondern kommt hier ganz schlicht in so einem Plastikeinleger, Kunststoff in der Box. Zusätzlich dazu haben wir dann noch die Bonus-CD, diese in schwarz und weiß gehalten, ebenfalls in so einem Plastikeinleger. Und dann haben wir noch die DVD. Die kommt in einer ganz schlichten Papierhülle. Kann man hier dann aufmachen. Und so sieht dann die DVD aus. So, was sich jetzt auf den CDs bzw. auf der DVD befindet, das werden wir uns gleich ansehen, nachdem wir die DVD wieder verstaut haben. So. Und zwar haben wir hier das Booklet. Hier haben wir einmal die Kettensäge bzw. Bushido mit der Kettensäge abgebildet. Und hier lesen wir Heavy Metal Payback DLX Box.
Deluxe Box. Und dann haben wir hier auf der Rückseite nochmals das weiße B in dieser Rauchoptik. DVD. Ja, ist gut, der Junge lesen wir hier. Dann haben wir einmal Bushido bzw. seine Beine. Auch hier wieder mit dieser Kettensäge. Nochmals Kettensäge und Rauchoptik. Also es zieht sich hier wirklich durch das Design. Heavy Metal Payback. Weitere B und weitere Bushido-Aufnahmen. Und dann haben wir jetzt schlussendlich die Tracklist. Und zwar haben wir hier die CD1. Hier haben wir dann insgesamt 19 Tracks. Und wir haben auch einige Features mit dabei. Und zwar haben wir Features von Nice, K1, BZ Montana, Cassandra Steen, Karel Gott. Und das waren die Features auf dieser Album-CD, also auf den 19 Tracks. Aber wir haben natürlich auch noch eine Bonus-CD. Da sind dann auch noch Features mit drauf. Hier lesen wir nochmal über beide Seiten Bushido. Nochmals Bushido hier mit so einer Metallaxt. Und dann haben wir hier CD Nummer 2. Und zwar haben wir hier dann insgesamt 8 Tracks zusätzlich mit dabei. Und wir haben hier Features von Oliver Pocher, Shakusa und Summer Jam. Und dann hier auch noch die Infos zur DVD. Also was befindet sich auf der DVD? Wir haben auf der DVD eine Dokumentation, Fotoshooting von Heavy Metal Payback, das Making-of von Ching Ching und Extras. Also Extras heißt hier dann Galerie Bratislava und das Ching Ching Video. Bushido mit Skalpell und Arztbesteck und seiner Schürze. Also es sieht aus, als würde er hier gerade irgendwie operieren oder Menschen zerlegen. Hier nochmals Bushido mit der Axt. Also ein sehr düsteres Artwork, wie man sieht. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmals die gesamte Tracklist kompakt, also ohne die ganzen Infos zu den Produzenten und Beteiligten. Hier haben wir wirklich nur den Tracktitel und das Feature, dass man das hier nochmal auf einer Seite schön überblicken kann. Und zum Abschluss natürlich noch die Credits. Gut. Dann haben wir, zählt jetzt nicht wie als Boxinhalt, aber es war dabei so ein Merchandise-Flyer. Und zwar haben wir hier einmal diverse Tonträger oder DVDs von Bushido, die man natürlich im Shop erwerben kann. Shirts und Kappen und weiteres Merchandise. Und natürlich auch die Bushido-Biografie. Gut. Und als letzten Boxinhalt, wie gesagt, ich habe es schon rausgenommen, weil es keinen Platz mehr hatte in der Box. Wir haben hier so ein Karton, so ein kleines Kartonschächtelchen. Und zwar lesen wir hier Größe L, limitiertes T-Shirt, er ist guter Junge, Farbe, Aufdruck mit dem Bushido B. Auf der Rückseite lesen wir Anleitung. Öffnen Sie die Umverpackung am oberen Ende, entnehmen Sie das Shirt, legen Sie es in ein mit Wasser gefülltes Waschbecken. Nach etwa 2 Minuten können Sie das T-Shirt entfalten. Vor dem ersten Tragen sollte das T-Shirt links herum bei 30 Grad gewaschen werden. Druck bitte nicht bügeln. Gut, also genau das alles habe ich schon gemacht. Und das ist auch der Grund, warum das Ganze nicht mehr hier in die Box reingepasst hat. Denn ihr kennt das vielleicht von Handtüchern oder sonstigen Sachen, die man so komprimiert in so Boxen kauft. Wenn man dieses Shirt oder wenn man diese Box zum ersten Mal auspackt, dann ist das Shirt wirklich so industriell, so wirklich ganz, ganz fest zusammengedrückt und komprimiert. Und nachdem ich das aber schon mal in Verwendung hatte, beziehungsweise schon mal in die erste Wäsche gegeben hat, kriege ich es jetzt nicht mehr so ganz kompakt gefalten hin. Deswegen habe ich das Ganze hier separat. Gut, dann schauen wir uns mal das Shirt an. Und zwar sieht dieses dann so aus. Wir haben hier ein weißes Shirt mit schwarzem Aufdruck. Ich bin Rap und das Ganze in so einer Sprühdosenoptik, also hier mit diversen Farbklecksen. Und hier zum Beispiel das A ist etwas verlaufen, als wäre die Farbe hier zu viel aufgetragen worden und hätte nicht getrocknet. Hier der Farbverlauf. Schön gemacht. Und auf der Rückseite haben wir dann hier noch einmal die Internetadresse von Er ist guter Junge abgedruckt. Und dann noch das klassische Bushido B. Wir haben es zu tun mit einem Shirt in Größe L.
und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in China. Ja, ansonsten lesen wir hier noch eben, dass das von der Noax GmbH vertrieben wurde und aus dem King Bushido Shop entstammt. Meines Wissens gibt es dieses Shirt wirklich nur in dieser Box, deswegen auch eben limitiertes Shirt. Und das gab es damals nicht irgendwie separat oder einzeln im Shop zu kaufen. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit diesem schwarzen Aufdruck Ich bin Rap mit dem Rufzeichen daneben. So sieht das aus. Relativ schlicht gehalten in weiß und schwarz, aber gefällt mir richtig gut hier mit diesem Farbverlauf und diesen Farbsprühern, also in dieser Graffiti-Optik. Und das kann man in meinen Augen auf jeden Fall anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Booklet im Hochformat. Die DVD zum Album. Die Bonus-CD mit 8 Tracks. Und das Album an sich mit 19 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, Heavy Metal Payback von Bushido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bushido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!